Tag ihr Leute, wir machen heute etwas, was es vermutlich noch nie auf meinem Kanal gegeben hat. Wir reden über Sonic und zwar reacten wir auf das neueste Video von Dread und zwar ist das eine Antwort oder Aufarbeitung eines bekannten Sonic-Videos von David Hein, Behind, der im Jahre 2017 ein Video gemacht hat, warum Sonic nie ein gutes Spiel war und die ganze Spieleserie deswegen nicht gut ist oder gut sein kann. Und er hat ein paar Punkte gebracht, ich habe es mir damals angeguckt, aber ja, kann man drüber streiten. Und während Behind jetzt also, obwohl er sagt, dass er ein Sonic-Fan ist und so weiter, halt hier als Sonic-Kritiker dasteht oder eben als jemand, der das einfach kritischer angeht, ist Dread eher so bekannt als ein Sonic-Verteidiger. Auch ich habe den Ruf weg, dass ich, weiß nicht, jedes Sonic-Spiel in den Himmel lobe, das ist überhaupt nicht so. Nur weil ich, ja, außerordentlich viele Sonic-Spiele zeige, weil es einfach auch die Community interessiert, heißt es nicht, dass ich alles bejuble. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Das wird mir manchmal nachgesagt, das ist totaler Quatsch. Ja? Wenn ich sage, es gibt schlechtere Sonic-Spiele als Sonic 06, heißt es nicht, dass ich Sonic 06 als ein gutes Spiel betrachte, sondern dass die Erwartungshaltung damals astronomisch war. Nur mal das als Beispiel. Ja? Ich muss es immer wieder betonen. Und wir werden in diesem Video einen Hater und einen Befürworter hören und unsere eigene Meinung bilden, unsere eigene Ansicht, wer hat denn jetzt Recht und welche Punkte stimmen in die eine oder andere Richtung. Also Dread regt sich schon länger auf über dieses Behind-Video, weil das halt oft vorgeschlagen wird und so und dass Leute das auch glauben. Ich lasse ihn einfach mal zu Wort kommen und ich sag dann was dazu, ne? Also ihr hört jetzt drei Meinungen, die von David Hein, die von Dread und von Let's Play Markus, Let's Go der Hase. Das wird das wichtigste Video auf meinem Kanal. 2017 hat Behind ein wirklich, wirklich, wirklich schlechtes Video über die Sonic-Reihe gemacht. Oder er... Man muss auch sagen, 2017... Ganz kurz, ne, um es mal zu sagen. Gerade die 3D-Sonics stecken ja in einer Schaffenskrise. Ne? Du hast so Sachen wie Sonic Colors und Generations. Und dann kommen die an mit Sonic Lost World. Und dann kommt Sonic Boom, was wirklich ein Reinfall war. Und dann Forces, weiß auch keiner so recht, was soll das. Frontiers ist jetzt auch wieder eine ganz neue Richtung. Aber das Video ist von 2017, also Sonic Mania immerhin, ist da schon eine Sache gewesen. So. Und bei Dread gerne auch vorbeischauen und ein Abo hinterlassen. Aber wir hören erstmal, ob er euch überzeugen kann, ein Abo dazulassen. Er hat gesagt, Sonic 1, weil er eigentlich absolut nicht das Franchise betrachtet. Zur Erklärung, wieso ich dieses Video mache, weil hier irgendein Low-IQ-Internet-Du bist nur ein Sonic-Fanboy-Kind ankommen wird. Nein, es geht nicht darum, dass man Sonic nicht mögen kann. Wenn ihr Sonic nicht mögt, was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild mit Power Glove und Super Scope und NES-Controller? Sehr stark. Ankommen wird. Nein, es geht nicht darum, dass man Sonic nicht mögen kann. Wenn ihr Sonic nicht mögt, fein. Darum geht's nicht. Das Gefährliche an diesem Video ist, dass es mit ca. 700.000 Aufrufen das bekannteste Video-Essay über Sonic in ganz Deutschland ist. Dazu mit zum Großteil positiver Resonanz. Und auch über 5 Jahre später wird dieses Video oft als Anhaltspunkt genommen, wenn es um das Thema Sonic geht. Und oh hell, na bitte einfach nein. Ich habe nichts gegen Behind. Ich ziehe mir ab und zu Videos von ihm rein, bei denen er über Filme oder Serien redet. Weil das kann er... Der doch immer im Hintergrund Sonic fürs Master System stehen. Ganz gut. Bin natürlich auch da nicht immer seiner Meinung, aber wenn er über Spiele redet, naja. Er war actually vor vielen Jahren bei Giga und hat dort Spiele reviewed. Aber ganz ehrlich, es ist die richtige Entscheidung gewesen, dass er sich jetzt eher auf... Der war aber nicht bei der goldenen Ära bei Giga, sondern als es schon den Bach runterging, das muss man auch dazu sagen. Also diese ganze Etienne und Simon Ära, da war Behind noch nicht dabei. Filme und Serien konzentriert. Und deshalb ganz ausdrücklich jetzt, es geht hier nicht um Behind, sondern um das Video über Sonic, weil es so bekannt ist. Wer ihn hier beleidigt oder in den Kommentaren bei ihm beleidigt oder extra rüber geht zum Disliken, der wird direkt von mir weggebannt. Für immer. Statt dort Negativität zu verbreiten, verbreitet einfach hier Positivität. Da frage ich mich, was kommt? Normale Meinungen sind auch kein Problem, aber nichts Beleidigendes. Weil ich mache meine Videos und speziell dieses Video hier, um in Deutschland eine nice Sonic-Community aufzubauen und nicht um alles noch schlimmer zu machen. Und das funktioniert. Den einzigen großen Sonic-Discord ohne toxisches Verhalten mit normalen Diskussionen, den habe ich gemacht. Es ist ein Ort, wo keiner sich für seine Meinung schlecht fühlen muss und seine Sonic-Videos, Artworks und was weiß ich. Jetzt bin ich im Weg, ne? Also, wenn ihr Bock habt, discord.gg/dread. Ich was mit allen teilen kann, ist für alle zugänglich. Jeder, der da in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen würde, kommt einfach auf den Discord. Ich habe da noch viele Pläne. Twitter und Instagram von mir, wo ich Sonic News, Memes und so weiter baller. Meine Streams jeden Dienstag und Donnerstag, wo ich ausnahmslos jedes einzelne Sonic-Spiel spiele. Mein Zweitkanal, wo ich auf sowas hier reagiere. Was zur absoluten... Er
Er macht einfach Werbung. Digga, was ist das? Und die vorhin erwähnten Streams geschnitten hochlade. Und natürlich der Kanal hier. Was braucht ihr noch? Epic Games Creator Code Read? Wollt ihr meine Bankleitzahl? DE852. Ich habe alle diese Sachen in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr eine nice Zukunft für Sonic wollt, folgt überall. Ich mache diese Sachen und dieses Video nicht, weil ich der übelste Sonic-Fanboy bin, sonst hätte ich nicht solche Videos gemacht, sondern weil ich mich auskenne und dieses dumme Gehetze mit gepaartem Halbwissen über Sonic mich die ganzen... Da muss man Tree zugute halten, ne? Er kannte sich mehr so mit der 3D-Ära und den neueren Sonic-Games aus, ist auch eine Ecke jünger als ich. Und er holt es jetzt aber alles nach, ne? Von den Classic Sonics. Ich weiß zwar nicht, was alle Sonic-Spiele zu bedeuten hat, ja? Alle? Oder alle, die gehen, ja? Aber auf jeden Fall befasst er sich mit der Materie. Es gibt einige und viel zu viele da draußen, die ihre Meinung rausposaunen, obwohl sie nicht, sich nicht richtig damit befasst haben. Das ist ein Unterschied. Gehört David Hein dazu? Jahre auf YouTube, Twitch und so weiter so sehr genervt hat, dass ich mich komplett darauf spezialisiert habe, mich eingelesen habe, Sachen gelernt habe und jetzt alle Spiele durchspiele, um sowas faktisch auszukontern. Ich musste mir die letzten Jahre so viel unfassbar dummes Zeug anhören. Und das nebenbei gesagt, nur weil ich erwähnt habe, dass... Was? Schreib mal, Treat, schreib mal bitte in die Kommentare. Was ist das schlimmste Spiel, was du bisher erlebt hast? Wenn ich gerade so Titel wie Tales, Sky Patrol sehe oder irgendwelche Spielhallenautomaten, was war das für dich, dass das anstrengendste? Also wirklich alles durchzuspielen, Rehspeck. Fetten Rehspeck. Dass ich Sonic mag. Und ich bin da lange nicht der Einzige. Jetzt bringe ich einfach Sonic-Fans zusammen, damit sie das ab sofort nicht mehr konstant ertragen müssen. Ich will auch nicht, dass es zu Stress kommt, aber auf dieses Video speziell muss ich eingehen, weil es so viele gesehen haben und so viele es als faktisch richtig aufgenommen haben. Teilt das Video deshalb unbedingt mit jeder Person, die das Video von Behind gut findet. Generell teilt es so viel, wie es geht. Druckt das Video meinetwegen als Bild aus, steckt es in den Briefkasten eures Nachbarn, mir egal. Oder schickt das Video Creatoren, die darauf reagieren sollen. Ich sage diese ganzen Sachen extra, weil 2017 habe ich selber noch die Meinung von Behind aus dem Video übernommen. Und es ist okay zu checken, dass man Sachen falsch gesehen hat und jetzt rationaler denkt. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt praktisch gar kein 2D-Sonic richtig gespielt und da... Also auch alles, was ich sage, ne? Nicht für bare Münze nehmen, ist ja immer nur meine Meinung, so. Dachte, ich mag diese Spiele einfach nicht und dann habe ich die Begründungen von Behind einfach übernommen. Nur oft geben mir Leute halt auch recht mit meinen Meinungen, ne? Das ist auch so das Ding. Und das ist das Schlimme. Alles, was in diesem Video gesagt wurde, wurde einfach so, ohne nachzudenken, von mir damals und heute immer noch von vielen anderen übernommen. Deshalb mache ich jetzt... Ich weiß nur, dass ich damals schon mit Behinds Video, ich sag mal, nicht einverstanden war, aber ist mir egal. Und Reed tut ja auch so, als würde Behind jetzt daraufhin sauer werden oder eine Community. Ich glaube, das... Interessiert ihn nicht großartig. Diese Gegenmeinung dazu. Ihr kennt wahrscheinlich den Satz, Sonic war noch nie gut. Der Satz kommt aus Amerika und war vor allem von 2014 bis 2017 ein heißes Thema von diesem komischen Mainstream-Internet-Magazin. Dieses IGN-Interview natürlich ein legendäres Beispiel dafür. Sonic was never good. If you disagree, you can call the cops. They all want to have Sonic so big the cat. Der Typ rechts hat außerdem diesen Monat eingesehen, wie dumm das war und sich wortwörtlich 7 Jahre später dafür entschuldigt. Insane. I am sorry for saying that Sonic was never good. That was wrong. That was incorrect. 2014 bis 2017 war die Zeit mit Sonic Boom, falls ihr nicht genau wisst, was da abging. Behind ist der Grund, wollte ich grad sagen, absolut hirnverbrannte Satz in Deutschland überhaupt gesagt wird. Er ist einfach auf den Ami-Bandwagon aufgesprungen. Denn in Deutschland wurde es erst nach 2017 angefangen zu sagen. Behind sagt es öfter im Video. Behind ist aber jemand, der sich gerne internationale Sachen durchliest und wiedergibt. Also man könnte sagen, böse Zungen würden sagen, ein Plappermaul, das keine eigene Meinung hat. Aber gut, ich werde nicht mehr so oft pausieren. So, und es steht im Titel. Sonic war schlichtweg nie ein gutes Spiel. Sonic war noch nie gut, sagt ja ganz klar aus, dass Sonic anfangs nicht gut war, dass sich mit der Zeit auch nicht geändert hat und heute immer noch nicht gut ist. Und warum so ein Satz absoluter Bullshit ist, sollte eigentlich schon klar sein, aber ich werde es natürlich trotzdem ausführlich erklären. Behind will zwar die ganze Sonic-Reihe damit ansprechen, jedoch gibt es dabei ein Problem. Hier sind die Parts markiert, wo er über was redet. Und naja, wir haben Sonic Mania, Sonic 1, alles easy. Und dann bringt er natürlich, wie soll es anders sein, Sonic 06. Wow. Dann redet er über Sonic R und dann Shadow the Hedgehog. Hä? Stellt euch vor, ich mache ein Video, warum Mario nie gut war und rede dann über Hotel Mario, dann über Mario Bros. 1, dann Mario Party 10 und schließe es mit Mario Pinball Land ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Er lässt sogar mit Absicht Banger-Spiele aus der Hauptreihe wie Sonic Adventure 1 und 2 weg, obwohl diese nicht nur stark von den Fans, sondern auch von den Kritikern gelobt worden sind mit einem ca. 85er-Score bei beiden Games. Keine davon werden auch nur für eine Sekunde erwähnt. Sogar die vom
Mainstream geliebten Titel wie Colors und Generations werden nie in diesem Video erwähnt. Also er nimmt die schlechtesten Picks, wovon einfach mal zwei davon komplette Spin-Offs sind. Und so will er mir erzählen, wieso Sonic nicht gut ist? Ich denke, es ist nicht so schwer zu sehen, dass das Sonic war noch nie gut Video eigentlich nur ein Video gegen Sonic 1 ist, mit ganz wenig extra Erwähnungen von anderen Spielen. Wenn man schon so ein Video machen will, dass ein Franchise nie gute Seiten hatte, dann sollte man schon das allgemeine Franchise länger als 3 Minuten beleuchten, abseits vom ersten Teil. Und ja, es sind wirklich nur ungefähr 3 Minuten, die nichts mit Sonic 1 zu tun haben. Das Sonic-Franchise hat von dieser Art von Spielen wie Sonic 1, also Classic Games genannt, halt exakt 5 Spiele, von welchen 4 davon noch vor 1995 rauskamen. Danach kamen nie wieder Spiele, von welchen... Schmeißt jetzt auch schon Sonic 3 und Sonic & Knuckles ein, in einen Topf, ja? Ist das so? ...4 davon noch vor 1995 rauskam. Danach kam nie wieder so ein Spiel wie Sonic 1 bis Mania. Also zwischen Sonic 3 und Knuckles und Mania liegen 22 Jahre. Und auf diese Gameplay-Mechanik bezieht er sich das ganze Video über. Es macht auch gar keinen Sinn, sich so lange auf diesen... Advance, Rush, anderer Grafikstil. Auch anderes Gameplay. Aber ähnlich ist es. Sonic Pocket Adventure, Knuckles Chaotix, Sonic 4. Grundstein zu beziehen, wenn er im ganzen Video nicht einmal eine Sekunde explizit über Sonic 2 oder Sonic 3 Knuckles redet. Ihr wisst schon, das waren Nachfolger mehr eines uralten Spiels, die Flaws ausmerzen, Sachen verbessern etc. Ähnlich wie Mario Bros. 3 oder Mario World zu Super Mario Bros. 1. Aber nee, macht ja gar keinen Sinn. Wen jucken schon Nachfolger einer alten Reihe, die viele Probleme beheben? Sonic war schließlich nie gut. Gucken wir uns passend dazu dann doch mal an, was die Kritikpunkte an der Sonic-Reihe sind. Mit frechen Vergleichen verhöhnte man den langsameren Konkurrenten. Sonic war schneller, cooler, frecher und hatte den geilen Schuhgeschmack. Fängt klassisch an mit dem Vergleich zum damaligen Konkurrenten Mario. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich in diesem Video auch schon mehrere Mario-Vergleiche gekickt habe. Liegt ganz einfach daran, dass die Mehrheit der Leute die Mario-Vergleiche am ehesten verstehen. Ich bin ganz klar der Meinung, dass es 0% Sinn macht, diese Reihen zu vergleichen. Weder damals noch heute. Sie haben praktisch nichts gemeinsam, außer dass es Jump'n'Runs sind. Für Sega hat es damals Sinn gemacht, so einen Krieg anzufangen für Aufmerksamkeit. Aber gameplay-technisch hat es nie Sinn gemacht. Es gibt ein paar Unterschiede, und zwar ein Mario ist ja entstanden aus Willkür, aus Zufall. Mario hat eine Mütze auf, weil die keine Haare machen konnten. Mario hat einen Schnurrbart, weil die keinen Mund machen konnten. Sonic ist gezielt entstanden, um daraus ein Zugpferd für Sega zu machen. Ja? Sowohl ein Igel, dass sie sagen können, der berühmteste Igel der Welt, weil es noch keinen berühmteren Igel gab, und ikonische Farben und leicht zu zeichnen für Kinder. Es gibt eine ganze Reihe der Begründungen, warum man sich für diesen Charakter entschieden hat. Und das war halt auch schon der Grund, um eine Mario-Antwort zu haben. Das war quasi ja, tatsächlich das Vorbild. Deswegen gibt es Sonic überhaupt. Ne? Also wenn man so möchte, ist es natürlich schon vergleichbar. Außerdem Jump'n'Runs, ich sag mal so, mit welchem Jump'n'Run willst du, mit welchem Spiel willst du Sonic sonst vergleichen? Also, ich sag mal, Jump'n'Runs damals, außerhalb von Mario und Sonic, ich weiß nicht, das berühmteste sonst auf Mega Drive war Castle of Illusion mit Mickey Mouse und verdammt, dieses Spiel lahm und keine Ahnung, auch Mitte, Anfang der 90er, alle anderen Jump'n'Runs, abgesehen von Mario, Sonic und Donkey Kong, waren halt echt. Blieben auf der Strecke im Vergleich. Leider sind die Vergleiche mit Mario bis heute geblieben. Schlecht für Sega. Das Problem ist, dass wenn ich Sonic nie mit Mario vergleiche, werden es andere Leute trotzdem immer weitermachen. Wie zum Beispiel Behind, der im Video öfter Sonic mit Mario vergleicht. Oder auch im Titel, wo er sagt, dass Sonic der ewige Zweite war. Ich meine, klar, Sonic war nie wirklich auf der Nummer 1. Na und? Was ist denn schlimm daran, der Zweite zu sein? Oh nein, wir sind jetzt wohl nur Platz 2 der weltbekanntesten Videospielcharaktere der Welt. Das bedeutet ja, die Spiele können gar nicht gut sein. Ach so. In seinem Buch The Theory of Fun in Game Design schreibt der Spieldesigner Rev Costa: Die Essenz guten Spieldesigns ist es, dem Spieler die eigenen Regeln beizubringen und dann abzufragen. Warum er dieses Zitat erwähnt? Wer ist Rev Costa? Muss man den kennen? Keine Ahnung. Er hätte es auch einfach an sich so erklären können, weil das ziemlich basic knowledge ist. Natürlich versucht ein Spiel einem was beizubringen, während man spielt. Es ist auch nicht so, dass der Autor Rev Costa ein Riesenname ist. Er hat ein paar Spiele gemacht, die mal mehr gut, mal weniger gut ankamen und generell nicht viele. Also krass Credibility, dass er das ausgerechnet sagt, bietet das nicht. Aber nur kleiner Joke, als ob ihr dachtet, dass ich nicht weiß, warum das im Video drin ist. Der einzige Grund, warum er dieses Video macht, sind ja nur diese Schundblätter aus Amerika. Und naja, dieses Zitat hat er halt mal 1:1 so geklaut, weil The Guardian das erwähnt hat. Behind weiß, was
wahrscheinlich nicht mal, wer Rev Costa ist. Super Mario Bros. Macht das zum Beispiel exzellent. Die Spielfigur befindet sich im Zentrum des Bildschirms. Rechts davon sieht man stets, welche Hindernisse das Spiel einem in den Weg stellt, was auf einen zukommt, was man wann und weshalb zu tun hat. Hier wendet man das Gelernte gleich hüpfend an und wird dann direkt mit Erfolgserlebnissen belohnt. Das ist perfektes Game Design. In Sonic sieht der Lerneffekt ungefähr so aus. Was ich daran so interessant finde, ist, dass, naja, alle diese genannten Dinge sich auch eins zu eins... Sekunde, erst mein Senf. Ja, das ist ein Argument, weißt du? Der ist hier super langsam, erkundet und kriegt eine Belohnung und zeigt deine Stelle in Sonic... Das ist perfektes Game Design. In Sonic sieht der Lerneffekt ungefähr so. Wo er schnell ist. So, keiner hat dir gesagt, du sollst hier rollen. Weil er rollt, kriegt er diesen Haken nicht... Und das ist natürlich dann eine lustige Stelle, wenn ich ehrlich bin. Das Witzige ist, gerade Sonic Mania hat solche Stellen eigentlich mehr ausgemerzt als die Mega Drive-Klassiker. Deswegen ironisch, dass es so zu sehen ist. Aber jetzt mal ein anderes Ding. Du kannst dich auch in Sonic langsam fortbewegen und versteckte One-Ups finden. So. Wenn du in Mario jetzt auch so einen Höllenspeed, wenn du in Mario dich so schnell fortbewegst, wie hier zu sehen, was nicht mal geht in Mario, ne? Aber davon ab, wenn es ginge. Dann rast du auch in den nächstbesten Gegner rein. Du musst schon wissen, was kommt. Das zieht nicht, das lässt nicht gelten. Was ich daran so interessant finde, ist, dass... Oder habe ich Unrecht? Naja, alle diese genannten Dinge sich auch eins zu eins so auf Sonic beziehen lassen. Er ist in der Mitte, rechts sind die Hindernisse und man sieht, was man tun soll und wird dann belohnt. Seine Erklärung von perfektem Game Design klingt eher nach einer Beschreibung von einem ganz basic Platformer. Was, wenn ich das umdrehen würde und sagen würde, Sonic ist im Zentrum des Bildschirms. Man sieht rechts die Gefahren und Hindernisse, die auf einen zukommen und was man wann und weshalb zu tun hat. Man wird dann mit Erfolgserlebnissen belohnt. Bei Mario hingegen sieht der Lerneffekt so aus. Also seine Aussage hat gar keine Gewichtung. Das war ja nicht mal so schnell. Diese von ihm genannten Punkte sind der Grundbaustein von 2D-Jump'n'Runs und nicht Peak-Game-Design. Das Reinrasen in ein Spike widerspricht dem Zitat aus dem Buch nicht mal. Man kann auch, denke ich, sagen, dass Sonic das schwerere Spiel von den beiden ist und es deshalb dazu kommt, dass man bei Sonic öfter getroffen wird. Das kommt natürlich von der Schnelligkeit von Sonic. Zur Geschwindigkeit kommen wir gleich. Er nennt aber noch einen anderen Vergleich mit Mario, und zwar diesen hier. Nintendo ist mit Super Mario auch deshalb über all die Jahre und Konsolengenerationen hinweg erfolgreich geblieben, weil man sich stets auf die Kernprinzipien konzentriert hat. Klar, hier und da kamen mal neue Features dazu, aber im Grunde ging es stets um ehrlichen, puren Hüpfspaß. Alleine wenn man betrachtet, dass Mario beim Sprung in 3D einfach zu einem Collector davon wurde, sieht man, dass das absolut nicht stimmt, was er sagt. Man hat ja nicht einmal mehr dasselbe Ziel. Sogar Sonic ist mit seinem Sprung in 3D treuer geblieben als Mario. Klar war bei Sonic irgendwann ein Warehouse. Boah, guckt euch mal an, wie geil Sonic Adventure hier aussieht. Der Dread macht das mit den Mods und so weiter. Das ist eigentlich ein 4:3. Das ist wieder Widescreen und bessere Texturen. Und ich glaube, das ist die Steam-Version mit den Dreamcast-Modellierungen, mit dem Charakter-Modellieren. Sonic ist mit seinem Sprung in 3D treuer geblieben als Mario. Klar war bei Sonic irgendwann ein Warhawk im Bild. Aber wie willst du mir dann den riesigen, realistischen Drachen in Mario Odyssey erklären? Was hat das mit dem zu tun? Kann ich doch dann genauso fragen. In Sonic ging es genauso wie in Mario immer schon nur um den Hüpfspaß. Mario wollte nie mehr sein, als es ist. Aber während Nintendo so die Formel für Spielspaß immer wieder neu definierte, liefen drüben bei Sonic irgendwann die Charaktere mit einer Panzerfaust durchs Bild. Und ja, genau, Mario ist immer treu geblieben, aber hat den Hüpfspaß neu definiert, richtig? Mit zum Beispiel diesem Spiel, diesem hier, diesem, diesem und diesem hier. Das, was er als so einen positiven Punkt darstellt, ist das, was die 2D-Marios praktisch komplett eigenhändig umgebracht hat. Es war immer dasselbe, tot und seelenlos. Die haben dabei rein gar nichts neu erfunden. Ich spiele lieber Shadow the Hedgehog als New Super Mario Bros. 2. Es macht an sich schon keinen Sinn, Mario und Sonic zu vergleichen. Aber so erst recht nicht. Die Spielfigur kann in der Theorie verdammt schnell sein, wird aber in der Praxis alle 3 Sekunden unsanft ausgebremst. Das ist wieder so eine Stelle. Gut, das kann man vorher nicht wissen, aber der drückt die ganze Zeit weiter nach unten, sodass sich Sonic an der Stelle halt duckt. Wenn du einfach mal loslassen würdest, würde er nach oben geschossen werden. Aber Sonic 1 hat halt noch ein paar mehr Game Design Schwächen, weil, ich habe ein Video darüber gemacht, Sonic 1 ursprünglich nicht als schnelles Spiel konzipiert war. Das kam jetzt im Laufe der Entwicklung. Kann schnell sein, wird aber in der Praxis alle 3 Sekunden unsanft ausgebremst. Denn genau das hier passiert immer wieder. Sonic beschleunigt und donnert dann in eine Wand. Oder in ein tödliches Hindernis, oder einen Abgrund, oder einen Gegner. Das ist ein bisschen... Ich will jetzt nicht der Rechtfertiger sein, aber er hat jetzt extra den Bildschirm so nah rangezoomt. Sekunden unsanft ausgebremst. Denn genau das hier passiert... Weil du sonst sehen würdest, dass der links ein Hindernis ist. Keiner würde doch hier einen Spin-Dash machen. Sonic beschleunigt und donnert dann in eine Wand. Oder in ein tödliches Hindernis...
oder hier einen Spin-Dash machen, weil man doch schon sieht, was da kommt. Das ist ein bisschen albern. Oder ein Abgrund oder ein Gegner. Das ist ein bisschen so, als würde man das neue Forza spielen und dann geht alle 2 Meter der Motor aus. Ich kann dazu nur sagen, peinlich. Ist Ihnen das selber nicht aufgefallen? Er vergleicht das Reinrasen in Stacheln damit, dass das so wäre, wie wenn in Forza alle paar Minuten der Motor ausgehen würde. Sein Gameplay, naja, zeigt, wie jemand seine Geschwindigkeit in Forza komplett falsch einschätzt und fett gegen die Leitplanke ballert. Ist ja fast so, als würde der Vergleich keinen Sinn machen. Der Vergleich wäre nämlich, dass das Reinrasen in die Stacheln dasselbe ist, wie das Reinrasen in eine Wand bei Forza. Also beides zu hohe, falsch eingeschätzte Geschwindigkeiten auf Leveln bzw. Strecken, wo man sich nicht so auskennt. Es ist so simpel und er selber blendet sogar das Gameplay ein und versteht trotzdem seinen eigenen Vergleich nicht. Und dann ist das so im Endprodukt drin. Er hat damit seine ganze Argumentation, die er davor aufgebaut hat, komplett selber zerstört. Das Problem ist, dass er das Prinzip der Geschwindigkeit in Sonic auch gar nicht zu verstehen scheint oder verstehen will. Dieses wahnsinnig schnelle Spiel, was mir die Werbebotschafter versprach, das gab es gar nicht. Sonic war natürlich wesentlich flinker als die meisten Jump'n'Run-Helden seiner Zeit. Aber wirklich uneingeschränkt ist er das nur an speziellen Punkten in den Levels. Wenn er zum Beispiel auf Jump-Pads tritt oder in ein Looping befördert wird. Aber in diesen Situationen spielt sich das Spiel dann praktisch von selbst. Er meint, dass die Werbung einem sagt, guck mal, du bist so schnell, aber bist da nicht schnell. Dass das alleine schon ist, weil wenn Sonic auch ausgebremst wird, man immer noch weitaus schneller ist als in so ziemlich jedem anderen Plattformer, lassen wir einfach mal weg. Ich möchte es mal ganz kurz erklären. Sonics Schnelligkeit. Das haben auch das Problem, haben viele, die meine Videos gucken. Und ich spiele die Klassiker und naja, manchmal stelle ich mich besser an, manchmal nicht. Aber wenn ich bin halt schnell unterwegs, meistens. Weil ich kenne die Level. So, und die habe ich aber nicht blind so kennengelernt. Gerade als Kind. Ne? Ich bin da wirklich im Schneckentempo, ja, ganz langsam gelaufen, weil ich nicht wusste, was hinter der nächsten Ecke kommt. Und heutzutage, manche Leute gibt es, die gucken mein Gameplay an und wenn sie dann selber Sonic spielen, wollen sie dieselbe Geschwindigkeit beibehalten, obwohl die nicht auswendig wissen, was hinter der nächsten Ecke kommt. Ob da ein Hindernis ist oder ob man jetzt Gas geben kann oder. Und das funktioniert so halt nicht, ne? Von mir aus kannst du sagen, dass Mario sowas, ja, auch in Mario kommst du einfach besser durch, ne? Wenn du dich auskennst. Da kannst du auch dann rennen, wo es angemessen ist, oder auch nicht, ne? Wenn du bei Mario immer nur am schnell rennen bist, aber dann kommt ein Abgrund, wo du dich irgendwo festhalten musst oder einen P-Switch aktivieren, dann fällt es halt auch in die Lava, ne? Du musst halt wissen, was zu tun ist. Und das ist halt, das verstehen viele Leute nicht, ne? Bleib nicht die ganze Zeit schnell. Ja, beim ersten Mal hast du halt durchaus Probleme. Ab Sonic 2 wurde viel häufiger eingebaut. Ja, was er meint, auf Schienen, gerade in der Chemical Plant Zone, was wir jetzt gesehen haben, dass du diesen Effekt halt mal siehst. Es war damals technisch halt beeindruckend, okay? Wenn man so möchte. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Donkey Kong Country ist ja auch ein Jump'n'Run. Miyamoto hat bedauert, dass es damals sehr keine eigenen Ideen hatten, sondern im Kern nur ein ganz normales Jump'n'Run. Und was haben die Leute? Die haben, oder ich auch, ich liebe es auch wegen der ganzen Atmosphäre und der Grafik und so weiter. Und das ist bei Sonic halt ähnlich. Da war halt eine Besonderheit, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen. Aber ich habe euch das Beispiel Castle of Illusion gebracht, wie langsam das war. Und dann so ein schnelles Jump'n'Run zu haben, das ist halt beeindruckend. Jetzt können Anfänger das nicht sofort triggern. Und deswegen gibt es ab und zu so kleine, von mir aus sagt, Schienenabschnitte. Sonic Advance 2 war da sehr schlimm darin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo du es halt von selbst läufst, aber damit du auch mal dieses Geschwindigkeitsgefühl sehen kannst. Blast Processing vom Sega Mega Drive. Das Prinzip der Geschwindigkeit bei Sonic ist es, dass du die Möglichkeit hast, sehr schnell zu sein, sie dir aber selber verdienen musst. Bedeutet, dass du natürlich nicht wie eine tote Katze vor deinem Bildschirm sitzen kannst und dann auf einmal erwartest, dass sich das Level mit 300 km/h durchspielt. Zugegeben ist das in Sonic 1 auch noch nicht ganz ausgereift, da es einfach zu viele langsamere Passagen gibt, wo man warten muss. Naja, wie gesagt, bei Sonic 1. Denn bei Sonic 2, 3 und Knuckles, CD und Mania funktioniert das zum Großteil einbahnfrei. Die automatischen Stellen, um den Speed beizubehalten, klingen vielleicht auf dem Papier langweilig oder nervig, aber unglaublich. Das ist wieder eine Automatikpassage. Und einen damit richtig schnell fühlen, auch wenn man neu ist und nicht der beste Spieler. In diesen Passagen muss man aber trotzdem reagieren, da man nach diesen automatischen Stellen meistens reagieren muss, um seine Geschwindigkeit beizubehalten, indem man. Das finde ich zum Beispiel gut gemacht. Die Passage endet damit, dass du in so einen Strudel kommst und dann geht's Level normal weiter.
Es gibt ein paar Stellen auch in Sonic-Spielen, wo du in einer Speed-Passage in Gegner reinrast. Ich glaube, bei Sonic Rush war so ein ganz komisches, eine ganz komische Ecke, da rast du immer in diesen Gegner rein. Ja, und das ist auch das Problem bei mir, wenn ich Sonic Rush oder so gespielt habe, da habt ihr auch gesehen, ich wusste nicht, was hinter der nächsten Ecke kommt. Dementsprechend, ne? Zum Beispiel über einen Spring springt. Geschwindigkeit einschätzen und reagieren ist wichtig in Sonic. Vielleicht spammt man nicht alle 3 Sekunden den Spin-Dash, wenn man nicht weiß, was gleich kommen wird. Erst beim 2., 3., 4. Durchspielen kannst du das machen. Die Idee dahinter ist, das Spiel so oft zu spielen, bis man die Level im Schlaf schafft, auch wenn man anfangs struggelt. Das Spiel hat genau deswegen im Vergleich zu anderen... Er sagt's ja, ne? Ich brauch's ja gar nicht sagen. Reed erklärt's scheinbar selbst. Ja, die Spiele sind noch darauf ausgelegt, dass du sie mehrmals spielst, weil es so viele verschiedene Routen gibt und so. In Spielen so wenig Bestrafung, wenn man getroffen wird, weil man halt vor allem anfangs oft getroffen wird. Deshalb muss man nur einen einzigen... Und außerdem, die Kritik ist es zu schnell und so, und dann über langsame Passagen beschweren ist halt auch albern, ne? Weil wenn du halt nicht in der Lage bist, schnell zu spielen, dann freu dich doch über die langsamen Passagen. Ring aufheben und ist wieder Full HP. Und dadurch ist das Lernen der Level viel einfacher. Wie Rav Costa in A Theory of Fun auch sagt, wir nennen es Üben. Und je mehr wir es tun, desto weniger denken wir darüber nach, was wir tun. Sonics Levels sind im Gegensatz zur Konkurrenz weit weniger geradlinig, sondern sehr weitläufig. Das ist in den Vertretern des Metroidvania-Genres eine tolle Sache. Bei klassischen Jump'n'Runs macht sowas hier aber keinen Sinn. Warum nicht? Das ist als Beispiel nur mal die Karte des ersten Levels. Metroidvania. Ganz komischer Vergleich. Aber warum sollten denn solche weitläufigen Level keinen Sinn machen? Ja, das ist das erste Level und wenn man die Map betrachtet, sieht das nach viel aus. Wenn ihr es aber erstmal gespielt habt, merkt ihr, dass das gar nicht so viel ist, wie es aussieht und es unglaublich gut funktioniert, diese mehreren Wege übereinander zu haben. Und vor allem ist das nicht kompliziert oder so. So sieht das aus beim Spielen. Es ist nicht so, als wäre das eine unübersichtliche Kreuzung bei Metroidvania. Das war auch das, was damals überzeugend war eigentlich, dass du verschiedene Wege hast. Klar, heute reißt es die Kids dieses Argument nicht mehr vom Hocker, aber damals war das halt, dass du nicht immer dasselbe gesehen hast. Wenn du Mario World oder Donkey Kong Country spielst, das ist halt eine Linie. Du siehst jeden Screen, jeden Gegner, was ich auch nicht schlimm finde, aber ne, das ist, warum ist das das? Ich find's auch lustig, wie er sagt, das ist nur das erste Level, weil er damit anspielen will, dass die Level danach noch größer und noch mehr werden. Obwohl die Level danach so aussehen, denn... Ja gut, sieht verwirrend aus, aber das ist auch ein Weg, den man hier zu gehen hat. Wie gesagt, weil das halt ein älteres Level ist, was noch nicht so designt war. Sonic 1 hat das große Problem, dass es zu linear ist und nach Green Hill die Level sehr langsam werden. Fast immer nur ein Weg und viel warten. Offensichtlich hat er sich mit den Leveln einfach nicht gut auseinandergesetzt und man merkt richtig oft im Video, dass er nicht so wirklich Ahnung von dem Spiel hat. Bei einem normalen Durchlauf wird man nie alle Teile des Levels zu Gesicht bekommen. Als Spieler fand ich das damals verdammt unbefriedigend. Metropolis Zone, ja gut, das ist natürlich... Das ist natürlich ein Ding. Ja, so Ende Sonic 2 oder in Sonic 3, da geht es natürlich nach links und rechts und überall und überhaupt. Ja gut, wenn man nur links und rechts als Orientierung nutzt, fällt es einem schwieriger. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass mir etwas entgeht, weil ich an großen Teilen der Levels einfach vorbeijage. Und auch der Wiederspielwert hat sich dadurch nicht erhöht. Denn einerseits gelangt man in viele Bereiche eher zufällig, weil man mal wieder gegen ein Jump-Pad gelaufen ist. Andererseits ist oftmals gar nicht recht ersichtlich. Und übrigens Metroidvania-Vergleich. Deswegen hat Sonic CD diesen Erkundungsaspekt, dass irgendwo im Level das und das versteckt ist, dass das Level erkunden sollst. Ne? Suchen dies, das. Ich mag das persönlich nicht, wenn man Sonic Leveln sucht, aber wenn er das möchte, kann er es auch machen. Welche Teile des Levels nun passierbar sind und welche nicht? Richtig, man soll in einem Durchlauf nicht alle Wege sehen. Das ist eine Designentscheidung. Es ist immer noch kein Metroidvania. Und nur weil er hier stumpf behauptet, dass der Wiederspielwert sich dadurch nicht erhöht, heißt das nicht, dass es stimmt. Denn ja, wie er sagt, manchmal passiert es. Plötzlich rast man in einen Spring rein, der einen auf einen Weg schickt, wo man eigentlich nicht lang will. Ziemlich offensichtliche, einfache Schlussfolgerung. Beim nächsten Replay weißt du, ah, gleich kommt die Stelle mit dem Spring, da muss ich springen. Und wenn du es vielleicht bei diesem Versuch nicht schafft, dann beim nächsten Mal. Es ist nicht so, als wäre es unmöglich, bestimmte Stellen zu erreichen. Sonic ist nicht unkontrollierbar. Du hast die Kontrolle. Ich verstehe auch nicht, wieso er so tut, als wäre es nicht klar, wo man hin muss. Nur weil du jetzt die ganze Zeit Metroidvanias im Kopf hast, heißt es nicht, dass du hier irgendwie kompliziert denken musst. Ein kleiner Tipp. Du musst nach rechts gehen oder dem Weg folgen. In jedem einzelnen Level. Das war's. Gern geschehen. Der Designer des Spiels, Naoto Oshima, hat in einem Interview verraten, dass seine größte Inspirationsquelle die in den 80ern noch wahnsinnig populären Flipper-Automaten waren. Und da wird schon einiges klar. Denn Flippertische funktionieren anders als Videospiele. Ein zentrales Element der Automaten ist es, eben keine Kontrolle zu haben. Sobald man die Kugel losschickt, ist man ganz und gar den Hindernissen ausgeliefert. Als Spieler kann man dann gerade noch so reagieren und hat höchstens marginalen Einfluss auf Geschwindigkeit und... Ich glaube nicht, dass Oshima das so meinte, aber ist okay.
Laufbahn der Kugel. Das Prinzip von einer Flipperkugel ist eine Inspirationquelle für die Physik von Sonic. Es ist aber immer noch ein Videospiel. Sonic hat eine Inspiration an Flippern, ist aber offensichtlich kein Flipperautomat. Man muss gar nicht so tun, als hätte man keine Kontrolle mehr, nachdem man losrast. Du kannst springen, dich im Flug kontrollieren und so weiter. Ich weiß auch nicht, warum das hier so hingestellt wird, als würde man einen Spin-Dash machen und dann darf man 30 Sekunden zuschauen, was passiert und muss hoffen, dass man das Level schafft. Kommt Sonic zum Stehen, wird das Geschehen nämlich plötzlich wahnsinnig träge. Und zwar, weil die Trägheit anprogrammiert ist. Auch das orientiert sich an der Physik einer Flipperkugel. Sonic muss, um auf Touren zu kommen, erst Momentum aufbauen. Selbst in der Luft steuert er sich seltsam schwerfällig. Ja, durch die Flipper-Elemente gibt es bei den Classic-Sonic-Spielen eine gewisse Trägheit. Aber genau das ist ja der Point. Du sollst deine Geschwindigkeit beibehalten, damit du nicht wieder neue Speed auf... Sag mal, verstehe ich es richtig? Ihr möchtet lieber, dass wenn du nach rechts drückst, dass es dann Piu geht. Da hast du gar keine Kontrolle mehr. Aufbauen musst. Das ist der Skill in dem Spiel und das Gefühl, was es so befriedigend macht, wenn du die Level erstmal richtig gelernt hast, dass du komplett durchrushen kannst. Wie er selber sagt, das ist anprogrammiert. Du musst die Geschwindigkeit und das Momentum des Spiels kontrollieren. Das musst du lernen und so kommt auch der Lerneffekt wahnsinnig schnell. Und dazu ist es ja nicht so, als wäre Sonic ein Panzer, wenn er langsam ist. Ihr nehmt einfach immer nur euer Momentum mit, sodass wenn ihr Speed habt und dann springt, dass ihr dann auch nach vorne katapultiert werdet. Ein viel besserer Vergleich als ein Flipper wäre hier eine Bowlingkugel. An sich ist sie ein schweres Objekt, aber kann sehr viel Geschwindigkeit mit sich führen durch das Momentum. So wie hier in diesem Beispiel. Das hat nichts mit schlechtem Game Design zu tun. Ganz im Gegenteil. Das ist genial, unfassbar spaßig und einzigartig. Am Ende bleibt da nicht nur der Lerneffekt aus, sondern auch Frust zurück. Im Grunde ist es paradox. Ein Spiel, welches mit atemberaubenden Geschwindigkeiten wirbt, bestraft euch immer dann, wenn es schnell wird. Dabei ist man nicht mal selber schuld. Ja, wenn jeder sofort, wenn er es erstmal ausprobieren würde, einwandfrei durchspeeden könnte das Spiel, dann wäre der Reiz ja schnell weg. Man will ja sich verbessern. Eigentlich macht man ja nur das, was das Spiel von einem erwartet. Nochmal. Nein, es geht in Sonic darum, dass du dir die Geschwindigkeit verdienst. Der Lerneffekt sieht so aus, dass du an diesen Stellen getroffen wirst und sie dir dadurch anfängst einzuprägen, so dass du das Placement der Feinde, Springs oder Stacheln sehr schnell fast komplett auswendig kannst. Entweder machst du das, indem du Fullspeed in die Feinde reinrast oder indem du etwas langsamer spielst und es so lernst. Beides ist möglich und es... Ja, ein bisschen was von Speedrun-Training, oder? Führt nie wirklich zu Frust, weil es keine wirkliche Bestrafung gibt, getroffen zu werden. Die einzige Bestrafung ist, dass du deinen Speed verlierst. Das bedeutet, ihr geht bei einem Treffer kaum Risiko ein, weil ihr sehr wahrscheinlich nicht sterben werdet. Es ist allerhöchstens unbefriedigend, dass ihr euren Speed verliert. Dadurch kommt auch dieser Kick, lernen zu wollen, wie man diese Level richtig spielt, indem man sie 2, 3, 4, 5, 6 Mal spielt, bis man sie richtig gut raus hat. Nehmen wir als Beispiel nochmal Forza. Das Spiel verspricht ja auch super Sportautos mit 400+ km/h. Aber beschwerst du dich, wenn du in eine Wand reinrast und gibst dem Spiel dafür die Schuld? Um die Strecken gut zu fahren, musst du sie erstmal kennen. Und wenn dann mal eine Kurve kommt, musst du eben vom Gas gehen. Nur weil das Spiel so schnell sein kann, muss es nicht bedeuten, dass es 100% der Spielzeit auf 400 km/h abgehen muss. Manchmal muss man eben langsamer werden, dann ein bisschen schneller und dann kann es auch mal sein, dass man irgendwo gegenläuft oder fährt und seinen Speed verliert. Wenn man sich die Geschwindigkeit nicht verdienen müsste, dann würde sich das Spiel ja auch nur automatisch spielen, beziehungsweise wäre eine gerade Linie. Das wäre in Forza genauso langweilig wie in Sonic. Selbst in den Boost-Spielen, wo du auf Knopfdruck Fullspeed kommst, musst du dir das flüssige Durchkommen verdienen. Es ist kein schlechtes Game Design, dass man ein Spiel erst lernen muss. Die Classic Games sind Meisterwerke, was das angeht. Und ich bin es satt, so zu tun, als wäre es nicht so. Sonic ist halt schnell. Aber wie sich das sinnvoll in ein dazu passendes Spielerlebnis einbauen lässt, wie daraus mehr als nur ein Gimmick wird, darüber hat man sich keine Gedanken machen wollen. Sonic ist und war schon immer ein Spiel der Widersprüche. Es will, dass ihr beschleunigt und dann wieder nicht. Es katapultiert euch an goldenen Ringen vorbei, erwartet aber, dass ihr stehen bleibt, um diese zu sammeln, weil nur das vor dem frühen Bildschirm tot rennt. Es bietet ausufernde Levels, lässt euch aber an großen Teilen des Spiels einfach vorbeirennen. Und es ist ein Spiel der Repetitive. Es erwartet, dass man die Levels auswendig lernt, weiß, wo welche Gegner warten, wann man Ringe findet. Aber es lässt euch anders als ein Super Meat Boy nicht sofort wieder von vorn beginnen oder wie in Metroidvanias verpasste Bereiche erkunden. Es ist wirklich krass. Hä? Bei Super Meat Boy, wenn du getroffen wirst, wirst du zurückgesetzt. Bei Sonic kannst du den Ring direkt wieder einsammeln. Wie man so sehr etwas missverstehen will. Jeder einzelne Punkt, den er aufzählt, hat im entferntesten rein gar nichts mit irgendeinem Widerspruch zu tun. Was widerspricht sich denn, wenn du einen Charakter hast, der sehr schnell sein kann, aber du dafür auch passend spielen musst, beziehungsweise es auch mal kurz langsamere Stellen gibt? Richtig, nichts. Die ausufernden Level und der Widerspielwert sind auch keine Widersprüche, sondern genau das Gegenteil. Sie komplementieren sich, sodass du das Spiel öfter spielen willst, um mehrere Sachen zu finden, neue Wege zu gehen und schneller durchzukommen. Es ist doch so offensichtlich. Als kurzes Beispiel.
In Sonic 1 Scrap Brain Zone Act 3 müsst ihr diesen Weg gehen, der echt lange dauert und nervig ist. Aber wenn ihr es schafft, schneller als die Plattform zu sein und diesen Weg hier zu gehen, dann skippt ihr einfach fast das ganze Level. Das sind so Kleinigkeiten, die ihr nach und nach bei jedem Replay immer und immer dazulernt. Deshalb sind die Classic-Spiele ja auch so verdammt kurz. Deswegen, ich habe seit meiner Kindheit halt so eine Ideallinie. Manche Routen gehe ich halt gar nicht und ich gehe meistens, gerade in so langsamen Level wie Labyrinth oder Scrap Brain 3, meine Idealroute, die ich halt kenne, weil ich weiß, es ist die beste. So dass ich, keine Ahnung, Marvel Zone gibt es ja eine Abkürzung durch die Wand und ich kenne gar nicht mehr den normalen Weg, weil ich die Abkürzung, die beste Route halt schon kenne, seit ich ein Kind bin, so. Du sollst sie öfter spielen. Sonic 1 kannst du jedes Mal vorm Schlafen gehen in 40 Minuten durchballern, weil es einfach so viel Spaß macht. Und sein komischer Vergleich mit Super Meat Boy macht so keinen Sinn. Meat Boy ist ein ganz anderes Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass du nach einem Hit stirbst und Trial and Error mäßig versuchst, die Level zu schaffen. In Sonic bist du nicht One-Hit und bist nach einem Ring direkt wieder volles Leben. Wieso sollte man also nach 2 Minuten im Level neu starten müssen, nur weil man getroffen wird? Was ist diese Denkweise? Dieser Vergleich macht ja gar keinen Sinn. Das wäre doch schrecklich. Und der Metroidvania-Vergleich schon wieder ist mal so aus dem Nichts gegriffen. Wie in aller Welt kommt er von Sonic 1 zu Metroidvania? Also, was? Das ist ja nicht mal dasselbe Genre an Spielen. Ist okay, wenn du die Spiele mehr magst und das Prinzip davon. Kann ich verstehen. Aber was hat das mit Widersprüchen und generell Sonic-Spielen zu tun? Kein einziger Metroidvania-Aspekt würde in Sonic passen, geschweige denn das Spiel verbessern. Sonic-Spiele sind Jump'n'Runs, die von links nach rechts gehen. Wieso solltest du plötzlich auf einmal irgendein anderes Ziel haben, bei dem du das ganze Level nach und nach durchgehen musst und in irgendwelche Bereiche reingehst, wo du vorher nicht rein durftest? Du hast 10 Sekunden die Levelkarte von... Ja, Metroidvania, da sollst du zurückkehren an bereits gesehene Orte. Bei Sonic siehst du vielleicht nicht alle Orte, aber du musst ja auch nicht zurückkehren. Mir fällt zumindest jetzt nichts ein, oder ist auf jeden Fall nicht Standard, dass du zurückgehen sollst. Green Hill in Sonic 1 rausgezoomt gesehen und tust jetzt so, als hätte das irgendwas mit Metroidvanias gemeinsam. Wenn du ein Sonic Metroidvania willst, dann spiel meinetwegen Tails Adventure. Falls ihr nicht zufällig die Reaktionszeit eines Insektes besitzt, das waren jetzt ungefähr 0,3 Sekunden. Die Jungs vom Channel Previously Recorded haben sogar mal nachgemessen, wie viel Zeit man als Spieler hat, um ein Hindernis zu erkennen, wenn Sonic auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Eine Viertelsekunde, mehr bleibt euch nicht. Wirklich reagieren kann da eigentlich keiner. Ja genau, die Jungs von Previously Recorded haben es nachgemessen. Was diese Randoms jetzt wieder an Credibility haben sollen, keine Ahnung. Aber ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Abgesehen davon, dass ihr Video sehr schlecht ist, fuck this game, besteht ihre Messung aus gezählten Frames. Aber erstens ist das, was sie gemessen haben, nicht die Höchstgeschwindigkeit von Sonic, sondern nur sein Topspeed beim normalen Laufen. Sonic kann in den Spielen noch weitaus schneller sein. Aber egal, rechnen wir mal damit. Zweitens haben sie die Frames falsch gezählt, weil sie ein 60-FPS-Spiel mit 30 FPS aufgenommen haben und deshalb in ihrer Aufnahme manche Frames fehlen. Nach ihrer Messung sind es 8 Frames, aber nach meiner Messung sind es auf 30 FPS gerechnet 11 Frames. Das wären 370 Millisekunden Zeit. Wenn da statt einem Feind auf einen zuläuft, ein Spike oder ein stehender Feind wäre, hätte man sogar noch mehr Zeit. Die durchschnittliche Reaktionszeit eines Menschen liegt bei 180 Millisekunden. Das habt ihr vielleicht auch in der Fahrschule gelernt. Naja, klingt ja schon mal so, als hätte man mehr als genug Zeit. Wir müssen aber noch den Delay dazu rechnen. Bei Monitoren liegt er bei so circa 15 Millisekunden, bei normalen Fernsehen aber eher so bei 40. Nehmen wir also die 40, wären dann ca. 220 Millisekunden, die er mindestens Zeit braucht. Also man hat praktisch 150 Millisekunden extra Zeit zum Reagieren. So zu tun, als wäre das menschlich nicht möglich zu reagieren, ist einfach lächerlich und faktisch widerlegbar. Sonic ist ein schnelles Spiel, was Reaktion und Fokus ganz groß schreibt. Also muss man sich logischerweise auch sehr konzentrieren, wenn man gut abschneiden will. Oder man spielt halt etwas langsamer. Mal abgesehen davon, dass getroffen werden keine große Bestrafung ist. Außerdem, wenn ihr eine sehr... Bist doch selber schuld, wenn ich dazu entschließt, schnell... so schnell wie möglich zu laufen. Wenn du nicht sicher bist, dann lauf halt nicht schnell, wenn du nicht weißt, ob da ein Gegner kommt oder nicht. Schnelle Reaktion habt, dann könnt ihr auch locker in 130 Millisekunden reagieren und dann noch gepaart mit einem Monitor, der 15 Millisekunden Delay hat, dann seid ihr gerade mal bei 145 Millisekunden von 370, die ihr Zeit habt. Um einen draufzusetzen, die originale europäische PAL-Version, also die, die Behind als Kind gespielt haben muss, läuft sogar nur in 50 Hertz. Es ist also praktisch in leichter Zeitlupe, ungefähr 17% langsamer. Das bedeutet, dass man in der Version sogar ca. 430 Millisekunden Zeit hat. Wir können aber auch statt einer alten Version eine neuere Version nehmen, wie zum Beispiel die 16:9 Version jetzt bei Sonic Origins. Da haben wir 470 Millisekunden Zeit. Also weitaus mehr als genug. Ich kann euch Sonic Origins außerdem sehr stark empfehlen für so 20 Euro. Speziell, wenn ihr die Classic Games noch nie gespielt habt. Und auch wenn ich euch jetzt erklärt habe, dass ihr genug Zeit zum Reagieren habt. Es geht nicht nur um Reaktion, sondern auch darum, die Level auswendig zu lernen. Also ja, super Messung, previously recorded und hat super zum Video beigetragen. Für mich sind genau das die Gründe dafür. Ja, ich weiß nicht, das immer wiederkehrende Argument mit auswendig lernen, würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist nur, wenn du es halt dich verbessern willst, ne? Aber
muss halt die Geschwindigkeit anpassen. Ja, Autofahren ist ein sehr guter Vergleich, ne? Nur auf Sichtweite fahren. Weshalb Sonics Schritt in die dritte Dimension nie von Erfolg gekrönt war. Wenn schon der Urvater der Reihe in 2D spielmechanisch schwerwiegende Probleme hat, wie sollte es dann der nachfolgenden Generation anders gehen? Wenn die von dir genannten Punkte angeblich die Gründe waren, warum Sonic in 3D nicht funktionieren kann, dann erklär mir mal bitte, wieso Sonic in 3D sich nicht wie ein Flipper steuert, die Level meist sehr linear und übersichtlich sind und man endlos viel Zeit zum Reagieren hat. Erklär mir bitte, wieso sich kein einziger deiner genannten Kritikpunkte auch nur auf ein einziges 3D-Sonic-Spiel beziehen lässt. Also was sind denn dann die Gründe, weshalb ein 3D-Sonic nicht funktioniert? Sein einziger wirklicher Kritikpunkt, der sich nicht nur auf Sonic 06 bezieht, ist der hier. Auch hier hat man null Kontrolle über die schnellen Sequenzen in Loopings oder auf Schienen. Auch hier versagt das Spiel, wenn das Tempo mal nachlässt. Automatische Sektionen. That's it. Also okay, kann man kritisieren. Aber ganz ehrlich, nur weil man für 1,5 Sekunden mal nichts aktiv drücken muss, ist das Spiel nicht komplett wack und unspielbar. Ich habe vorhin schon die automatischen Sequenzen erklärt. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den er zu allen 3D-Sonic-Spielen äußert im ganzen Video. Wow! Dass er sagt, dass das Spiel scheitert, wenn man langsam ist, macht auch gar keinen Sinn, weil wie ich schon gerade gesagt habe, steuert sich Sonic in Spielen wie 06 und Adventure sehr präzise und klar und nicht mehr wie eine Flipperkugel in den Classic-Games. Man hat also gar keinen Nachteil oder eine Einschränkung, wenn man langsam ist. Warum nach diesem Satz dann auch auf einmal Sonic Boom Gameplay gezeigt wird, weiß auch keiner. Auch hier versagt das Spiel, wenn das Tempo mal nachlässt. Look, Ramps! Can use these as ramps. War natürlich aber auch ganz wichtig, einen Sonic 06 Part im Video drin zu haben, um darauf seine Beispiele zu beziehen. Gäbe ja auch keine besseren Spiele dafür. Weil damit kann man ja schließlich zeigen, wie buggy die Spiele von Sonic Team immer sind. Ist ja nicht so, als wären Sonic 06 und Sonic Heroes die einzigen Buggy-Spiele vom Sonic Team. Ach so, doch, genau so ist es. Ach so, na dann. Er redet ja bestimmt noch über viele andere Mainline-Sonic-Spiele außer Sonic 1 und Sonic 06, wo man die Punkte dann noch besser drauf beziehen kann, richtig? Mit Sonic R. Was zur Hölle? Versuchte Sega konsequenterweise das Spiel auf die Essenz des Schnellseins herunterzubrechen, dass man dafür aber auch eine halbwegs passable Grafik oder eine annähernd brauchbare Steuerung braucht. Das kam ihnen offenbar nicht in den Sinn. Was ist dieses Video? Ich werde in diesem Video nicht auf... War nicht zu der Zeit die Entwickler von Sonic 1, 2, 3 vorwiegend mit Nights into Dreams beschäftigt? Das ist halt eins von etlichen Spin-Offs und ja, die Steuerung in dem Spiel ist grausam. Was willst du hören? Einen Sonic-Spin-Off-Racer eingehen. Aber kurz gesagt, er versteht auch dieses Spiel nicht, denn es steuert sich nicht wie ein 3D-Plattformer, sondern wie der Name auch schon sagt, wie ein Racer. Die Charaktere steuern sich wie Autos, so als ob sie 4 Räder hätten, nicht wie Charaktere aus einem 3D-Plattformer, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht. Krass, dass er außer diesen Games nur noch 5 Sekunden über Shadow the Hedgehog redet und sagt, dass es nichts mit Sonic-Games zu tun hat. Aber was das hier... No! No! Spare me! Mit dem hier zu tun haben soll, verstehen nicht einmal mehr beinharte Fans. Er hat in diesem Video mehr Spiele aus anderen Franchises erwähnt als... Nicht einmal... Wisst ihr, warum Shadow ein Spiel bekommen hat, wo er mit einer Knarre rumläuft? Weil Yuji Naka die Sonic-Fans gefragt hat, in Japan, die Kinder, was wünscht ihr euch für ein Sonic-Spiel? Was können wir denn da machen? Und die haben gesagt, Waffen! Ballern, töten. Nee, das haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber irgendwie kam er zu dem Ergebnis, Waffen, das wäre cool. Und deswegen dachte er sich, ja, passt auf Shadow und so weiter. Das Spiel finde ich natürlich grausam, aber... Sagt, dass es nichts mit Sonic Games zu tun hat. Aber was das hier... Nein! No, no! Spare me. Mit dem hier zu tun haben soll, verstehen nicht einmal mehr beinharte Fans. Er hat in diesem Video mehr Spiele aus anderen Franchises erwähnt als Sonic. Ja, deswegen ist ja auch kein Sonic-Spiel, sondern ein Shadow-Spiel. Sonic-Spiele selber. Man kann ja mal 1, 2 Beispiele von anderen Franchises drin haben. Aber erst Mario, dann Metroidvanias, dann Forza, Super Meat Boy und dann noch das hier? Ein großartiges Beispiel, wie man Geschwindigkeit in einen 2D-Jump'n'Run integrieren kann und dem Spieler dabei trotzdem noch die nötige Kontrolle überlässt, liefert zum Beispiel Rayman Legends. Da gab es diese brillanten Passagen hier. Da verschmelzen dann Höchstgeschwindigkeit mit Rhythmusgefühl, toller Musik und einer brillanten Präsentation. Und das rockt. Wortwörtlich. Was sind das denn durchgehend für Vergleiche und Beispiele? Nichts von diesen Sachen hat irgendwas mit Sonic zu tun und keine dieser Sachen würde Sonic verbessern oder sich auf Sonic übertragen lassen. Sonic ist kein Rhythmusspiel, also wieso kommt jetzt auf einmal mit Rhythmusspielen an? Die Riesenlevel mit vielen Wegen sind doch eine der... Was heißt Rhythmus? Du musst in dem Rayman Legends, das ist ein spezieller Level in Rayman Legends. Das ist wirklich ein Spiel, also so 95%, also Jump'n'Run-technisch. Steckt es auch heute Mario oder Donkey Kong und auch Sonic in die Tasche. Also Rayman Legends ist ja wirklich over the top, also wirklich. Und das sind diese Level, die machen auch besonders Spaß. Das sind so ein bisschen wie, ja, du bist halt gehetzt. Du musst permanent nach rechts drücken, wenn du so willst, und im Speed bleiben.
Und wenn es perfekt hinkriegt, das ist eigentlich dasselbe Argument wie bei Sonic, weil du kriegst diese Level nicht so perfekt hin, so. Und erst wenn du die richtig trainiert hast und weißt, was hinter der nächsten Ecke kommt, ja, dann kriegst du mit der Musik das richtig hin auszuführen. Ja, das kriegt keiner am First Try hin, wenn er es noch nicht gespielt hat. So, das werden die Leute bestätigen. Aber wenn du wirklich perfekt, also da hat man wirklich auch Bock, das immer weiter zu perfektionieren. Wenn man so möchte, ist ja Sonic dasselbe Argument. Nur, dass du bei Sonic trotzdem weiterkommst, selbst wenn du eine Passage nicht gemeistert hast. Aber diese Level, diese Musiklevel in Rayman Legends sind halt was anderes, auf jeden Fall. Was anderes, aber das Spiel ist top. Die machen auch nur so, weiß ich nicht, 5 oder 6-7% vom Spiel aus. Rhythmusspiel, also wieso kommt ihr jetzt auf einmal mit Rhythmusspielen an? Die Riesenlevel mit vielen Wegen sind doch eine der wichtigsten Teile an Classic Sonic Games. Wieso sollte denn jetzt einem die komplette Kontrolle genommen werden, dass man einen Autorunner hat, bei dem man auf die Melodie richtige Knöpfe drücken muss? Das ist doch ein Riesenwiderspruch zu dem, was er kritisiert hat, wenn er sagt, dass man wenig Kontrolle hat in Sonic-Spielen. Weitläufige Level mit Wiederspielwert funktionieren anscheinend in seiner Welt nicht, weshalb er konstant Sachen nennt, die er mehr mag, um das so zu argumentieren, dass die Spiele besser sind und besser funktionieren, ohne zu sagen, wieso das jetzt so bei Sonic funktionieren würde. Denn es kommt direkt nochmal ein Vergleich. Und dass man nicht unbedingt wie ein Irrer durch die Levels hetzen muss, um Geschwindigkeit zu erzeugen, hat beispielsweise Ori and the Blind Forest gezeigt. Da gibt es immer wieder Passagen, in denen man unter Zeitdruck einer Flutwelle entkommen muss. Das ist dann angenehm knifflig, steuert sich aber präzise und direkt. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich bin mir sicher, euch fallen in den Kommentaren sogar noch weitere ein. Und dann sagt ihr noch, einem fallen bestimmt noch mehr Beispiele ein. Bestimmt fallen mir noch mehr Beispiele ein, wo Spiele schnell sind. Und dann, was hat das mit irgendwas zu tun? Weil andere Spiele aus anderen Gründen schnell sind, ist das auf einmal ein ausschlaggebender Punkt, warum Sonic nicht funktioniert oder wie? Behind scheint Sonic einfach nicht zu verstehen und will es auch irgendwie gar nicht. Er ignoriert offensichtliche Punkte oder dreht sie so, dass sie unlogisch erscheinen, ohne weiter darauf einzugehen. Er mag halt offensichtlich Sonic-Spiele nicht und hat sich das hiermit irgendwie versucht zu erklären, stolpert aber einfach nur mit leeren Worten oder komischen Schlussfolgerungen vor sich hin. Wenn ihm Sonic zu schnell ist und er darauf nicht klarkommt, ist das gar kein Problem. Dann sollte man das aber auch sagen, statt es im Video wie einen Fakt hinzustellen, dass es schlechtes Game Design wäre. Sonics stärkste Elemente sind der Wiederspielwert und das damit verbundene Erfolgserlebnis, immer besser zu werden. Eine Sache, die mich stark irritiert, ist, dass sie ja im Video öfter darauf anspielt, dass er schon als Kind Sonic 1 gespielt hat. Als ich 1991 dann meine eigene Version von Sonic in den Händen hielt, um das nochmal zu verdeutlichen. In seinem Sonic Film 2 Video erläutert er noch einmal ausführlich, dass er Sonic und generell Sega-Fan war. Als Side Note, hier erwähnt er auch nochmal, dass er Sonic-Spiele nicht mag. Also steht er zu einem gewissen Grad auch 2022. Also das Lego Sonic habe ich auch hier aufgebaut stehen. Wenn man es jetzt nicht... Es ist halt Chaos, ne? Chaos-Kontrolle. Aber ich zeig's euch mal. Sieht man das? Oh Gott. Da. Ist halt. Oh. Oh ja. Ist die Softbox runtergefallen. Ich repariere das mal kurz. Und damit ist das Video kein One-Taker mehr. Hat man eh nicht gesehen, oder? Soll ich ein Bild einblenden? Ich wollte es nur zeigen. Weird Flex. Hinter seinem 5 Jahre alten Video. Aber das mal nur so nebenbei. Nun mag ich die Videospiele zwar nicht allzu gern, das habe ich schon mal in einem Video gesagt. Explizit in diesem Video erwähnt er, dass Sonic 1 einer seiner ersten Videospiele war und zeigt darauf... Das hier war eins meiner allerersten Videospiele. Das ist ja Sonic 1, nicht wahr? Ja, theoretisch ist das Sonic 1. Es ist aber Sonic 1 für das Master System. Ein Spiel, das mit dem originalen Sonic 1 für den Mega Drive rein gar besseres nichts Cover. Gemeinsam hat. Es ist ein anderes Spiel mit demselben Namen für eine andere Konsole. Jetzt frage ich mich nach seinem kompletten Scrolling Sonic 1. Level. Hat er als Kind nie das richtige Sonic 1 gespielt, sondern seine Erfahrungen mit dem Spiel gemacht und gedacht, es wäre das richtige Sonic 1? Weil wenn ja, dann erstens peinlich. Und zweitens kann ich verstehen, warum man von Sonic abgeneigt ist, weil es ist echt kein gutes Spiel. Ich hoffe zumindest mal, dass er vor diesem Video dann noch das richtige Sonic 1 nachgeholt hat, aber um ehrlich zu sein, bezweifle ich das. Und ich denke, um ehrlich zu sein, dass... Naja, der hat jetzt auch die Vergleiche von Sonic 1 bis Mega Drive eingefügt, das gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich finde auch das Master System Cover irgendwie cooler mit den Ringen und dem mit der Green Hill so und einfach, aber ja, die kannst du nicht in einen Topf schmeißen. Das ist ein anderes Entwicklerstudio gewesen, das zeitgleich Sonic entwickeln musste, obwohl sie noch gar kein Vorbild hatten, wie Sonic eigentlich auszusehen hat. Dass er als Kind die Master System Version gespielt hat. Weil wie würde er sonst dieses falsche Spiel für die falsche Konsole dahinstellen und ihm würde es nicht auffallen? Richtig, indem er exakt
zeigt diese Version mit dieser Hülle als Kind hatte und das als richtiges Spiel erachtet. Das Ding steht außerdem in fast allen seinen Videos im Hintergrund. Man merkt, wie wenig sich Behind wirklich mit der Sonic-Materie auseinandergesetzt hat. Vor allem bei so einem großen Thema wie die ganze Sonic-Reihe, wo man eigentlich ganz viel recherchieren muss. Wie gesagt, er erwähnt kaum Spiele der Reihe, geht kaum richtig auf die Spiele ein, die er erwähnt und hackt eigentlich von Anfang bis Ende nur darauf rum, was ihm an der Designphilosophie von Sonic 1 nicht gefällt. Nur die Designphilosophie. Er redet ja nicht mal darüber, wie sich diese Ideen aufs Spiel auswirken, sondern er sagt lieber, wie fatal es ist, dass Sonic auf Flipper-Automaten aufbaut, ohne zu sagen, wieso es denn jetzt im Spiel nicht gut ist oder es nicht funktionieren würde. Würde sich dieses Video nur auf Sonic 1 beziehen, wäre es schon nicht gut. Aber mit so wenig Wissen und Inhalt dann das ganze Franchise beleuchten zu wollen, führt zu einem absoluten Trainwreck. Dieses Video ist definitiv das schlechteste Video über ganz Sonic in ganz Deutschland. Er hat ganz klar keine Ahnung von Sonic und hat den Release zu Sonic Mania damals als passenden Augenblick gesehen, diese ganzen Trash-Artikel aus Amerika mit dem jahrelangen Sonic war noch nie gut Zeug nach Deutschland zu bringen. Wieso dieses Video so eine positive Resonanz hat, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ich hoffe, dieses Video verliert langsam mal die Bedeutung, die es hat. Vergesst nicht, teilt das Video, folgt mir auf allen Social Media Plattformen in der Beschreibung. Wenn ich auch nur eine Beleidigung gegen Behind sehe, werd ich sauer. Am Ende des Tages geht es hier doch nur um ein Videospiel-Franchise. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ja, und hier ist so ein Kontervideo. Warum? Nur die Classic Sonic-Spiele waren gut. Nein, die Buu-Spiele sind die einzig guten Sonic-Spiele. Oh, die Adventure-Spiele hatten noch Seele und waren Peak Sonic Game Design. Sonic war noch nie gut. 100. Green Hill. Wir sehen, es gibt noch mehr Material das von Tweet dazu. Ja, was soll ich, ist alles gesagt, ne? Also, Ja, nee, also. Das ist wahr, viele Punkte von Behind klingen gut, aber weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht widersprecht ihr mir, ja. Ich will jetzt Tweet auch nicht in jedem Punkt recht geben. Aber man, wie gesagt, man muss auch Sonic nicht mögen. Also, dass man das nicht sofort perfekt hinkriegt und dass es darauf ausgelegt ist, mehrmals zu spielen und so weiter, das kann man ja nicht gut finden. Oder das muss man ja nicht gut finden, so ist besser formuliert. Das Ding ist nur, ja, darauf ist halt ausgelegt, ne? Ich möchte halt immer noch mal betonen, wie das damals war. Und vor allen Dingen, der Vergleich mit Sonic Mania, dass er nicht groß drauf eingegangen ist, weil Sonic Mania hat es halt ein bisschen besser perfektioniert. Also ich finde, gerade für Einsteiger ist Sonic Mania besser geeignet. Wer noch nie Sonic gespielt hat oder ein 2D-Sonic, der sollte mit Sonic Mania einsteigen. Und sich das mal zu Gemüte führen. So blöd es klingt. Oder Sonic Origins halt, wie gesagt. Ja, viel geredet, wenig gesagt. Es ist halt so, wie es ist. Im Endeffekt, ne, wenn ein Franchise so lange existiert, dann wisst ihr, Sonic wurde halt konzipiert, erfolgreich zu sein. So, und das hat darüber hinweg geholfen, dass wenn selbst viele mittelmäßige Spiele erschienen sind, dass man immer noch eine Fanbase hatte. Einfach, weil man es auch mag. Also im Vergleich mit Donkey Kong Country, das hat auch gameplay-technisch nichts viel Neues erfunden, ja, Donkey Kong Country, aber man mag es einfach, weil es schön aussieht, weil es sympathisch ist und so weiter. Und ich denke, dass es auch viele Sonic-Fans gibt, die Sonic einfach und die Spiele mögen und die Serie, ja, weil sie sie mögen. Was soll man dazu erklären? Wegen der Aufmachung, weil auch das Gameplay, denke ich mal, darauf wurde jetzt auch nicht geachtet, die Steuerung. Dass er behäbig ist, aber dass die Steuerung verhältnismäßig einfach zu lernen ist, ne? Das möchte ich immer wieder betonen. Deswegen kommt man ja relativ leicht rein und so weiter. Das mit der Reaktionszeit fand ich ein bisschen Quatsch als Argument. Also, da hätte man nicht so drauf eingehen müssen. Natürlich gutes Video, Tweet. Ja, Tweet hätte jetzt gar nicht so viel persönliche Note reingebracht, sondern nur eingegangen auf die Argumente von Behind, der sich damit, ja, als hätte er sich, ja, in den Kopf gesetzt, ich möchte jetzt ein Video machen, so und so. Aber wie gesagt, war auch eine schwierige Zeit für Sonic. Ja, was soll ich sagen? Es gibt viele Leute, die hingehen und sagen, eigentlich mag ich ja Sonic, vielleicht auch wegen diesem, dass das ganze Sonic-Universum halt ansprechend ist, aber man die Spiele dann halt nicht so feiert vom Gameplay her. Das kann ich verstehen. Ähnliches Bild und was David Hein für Dreed ist, ist für mich Matthias Schmid von der M-Games, von der ehemaligen Maniac, mir gegenüber. Weil
der, ich schätze die Maniac, die M-Games sehr, weil sehr viele professionelle Tester da sind und beständig seit Jahrzehnten teilweise. Also sehr kompetentes Videospielmagazin, das es immer noch existiert. Und was mich da noch immer stört, die Sonic-Spiele, ne? Ja, die werden fast immer alle von Matthias Schmid getestet. Der halt in fast jedem Artikel schreibt, eigentlich bin ich ja ein Sonic-Fan, aber das Spiel kotzt mich an. So, dann schreibt er halt immer dazu. Ich glaube, es gab mal Sonic und Sega Allstars Racing Transformed, da hat das nicht geschrieben, ne? Aber, das hat mich immer genervt, wenn der so ein Spiel testet. Wir hatten das Diskussion mit Sonic 4 Episode 2, da habe ich damals ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob man das finden kann. Let's Play Markus M-Games. Ah, ich habe auch, hier. Nee, das war ein anderes. Da ging es nicht darum. Da ging es nicht darum. Da haben die meine damalige Spielesammlung abgedruckt. Von Sonic 4 Episode 2. Das wird das. War das das Argument? Und ich habe das ja sehr gemocht. Ich fand Sonic 4 Episode 2 besser als den ersten, als die erste Episode. Und dann gab es irgendwie eine Wertung von 4 von 10 oder 5 von 10. Weil Online-Spiele bekamen damals nur in 10er-Schritten Wertung. Haben sie inzwischen ja auch geändert. Und das fand ich viel zu wenig. Und dann hinzugehen und zu sagen, dass das. Gut, jetzt ist Sonic 4 Episode 2 tatsächlich jetzt nicht das, der heilige Gral oder die Erleuchtung, sondern auch sehr umstritten, ja. Und da kannst du 7 von 10, das fand ich angemessen, 6 von 10, na gut, aber so 4 von 10, das ist einfach nur albern. Das ist genauso wie der Wertungsschnitt von Sonic Frontiers runtergezogen wurde, weil irgendein YouTuber hat 1 von 10 Punkten gegeben, ja. Und das wird da als bare Münze genommen, das verstehe ich auch nicht. Ich kann ja auch Spiele objektiv bewerten, ja. Und sagen, ich habe es ja auch gefeiert mit euch, Big's Big World zu spielen, aber ich gebe dem Spiel ja auch nicht mehr als 40-50%, weil das Spiel ist halt kein, hat halt nicht mehr Content oder was zu bieten. So. Und es gibt viele Sonic-Spiele, denen man wirklich was vorhalten kann. Fürs Weihnachtsgeschäft 1993, ne, war Sonic 3 noch nicht fertig. Und man hat Sonic Spinball als den heiligen Gral verkauft, ne? Und Sonic Spinball, ne, ist eine nette Idee. Auch schön mit dem Pinball-Vergleich, der in diesem Video thematisiert wurde. Und Sonic Spinball ist halt einfach nicht gut. Es hat nur 4 Level, davon mal ab. Und es macht auch nicht so viel Spaß. Und da ist auch wirklich wenig Kontrolle. Und das Sega-Marketing hat es halt wirklich, um Geld in die Kassen zu spülen, sehr groß die Werbetrommel gerührt für einen wirklich gar nicht so gutes Spiel, ne? Kann man auch mögen, wenn man meint. Aber da kann man wirklich, also wenn du bei Sonic 1 so anfängst zu graben, dann grabt man bei so manchem Spin-Off. Oder die meisten Game Gear-Titel oder so. Das ist ja wirklich eine andere Liga. Ja, und das Argument mit der Serie. Gut, ich verstehe, was Behind meinte, was, wenn bei Sonic 1 schon das und das falsch läuft, dass es dann bei den anderen neueren Titeln als Fundament nicht klappen kann. Aber ja, nee. Zum einen wird ja die Serie weiterentwickelt. Sonic 2 ist halt eine deutliche Verbesserung zu Sonic 1 gewesen, weil man sich auf diese Speed und auf die Kontrolle, ja, weil man einfach dazugelernt hatte als Entwickler. Und ja, 3D-Sonics funktionieren halt anders, wenn du so möchtest. Also 2D und 3D-Sonics haben ja fast nichts mehr gemeinsam, außer, naja, dass man versucht, ein bisschen schnell zu sein und es schnellere Passagen gibt und Passagen, wo du ein bisschen mehr aufpassen musst. Ja. Was jetzt auch nicht, ne? Sonic Adventure kannst du jetzt auch nicht mehr als damals war das auch 90er-Bereich, als Sonic Adventure rauskam, heutzutage durchaus gealtert, muss man zugeben. Und hat halt auch viel Unsinn probiert, wie Angeln oder so. Ja gut, Leute, wir haben viel gesagt. Tja, es gibt keine eine richtige Meinung. Das möchte ich als guten Schlusssatz euch dazu sagen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht nur Dread und Behind, sondern jeder muss es sehen, wie er will. Aber ich sag mal, wenn ihr Spaß daran habt, Sonic-Zeug zu spielen
oder anzugucken bei mir auf dem Kanal. Was ich immer sehr gut finde an Sonic ist, man kann eine Menge drüber reden. So, und das haben wir heute getan, hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht zu fachsimpeln. Und wo sagt ihr, hat Behind Recht oder Unrecht oder wo hat Treat Recht oder Unrecht oder ich? Dann schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Wir sehen uns, Freunde. Macht's gut und danke fürs Gespräch. Bis dann und ciao.